Privat ist das immer noch eine andere Geschichte, wenn wirklich ein Freund oder ein Familienmitglied stirbt. Aber beruflich möchte ich für die Menschen da sein. Wenn Angehörige einen lieben Menschen verloren haben, möchte ich denen an der Seite, zur Seite stehen, sie dabei unterstützen, dass sie das Gefühl haben, ich bin nicht alleine. Und wollte den Menschen unter die Arme greifen und sagen, ich bin da, wir machen das gemeinsam. Wenn sie Hilfe benötigen, wir schaffen das zusammen. Sie sind nicht alleine. Also sicherlich ist dieser Beruf nicht so ganz einfach. Man muss sich täglich mit dem Tod, mit Sterbenden, mit trauernden Angehörigen auseinandersetzen. Aber ich denke, dass ich durch meinen Beruf als Pflegefachkraft vorher da schon sehr viel mitgebracht habe, weil ich eben mit dem Tod, mit dem Sterben und mit traurigen Angehörigen auch vorher schon zu tun hatte. Und es soll einfach so sein, dass die Angehörigen, wenn sie hier zu uns zum Gespräch kommen, sich aufgehoben fühlen, sich verstanden fühlen und man ihnen das Gefühl gibt, auch dass man ihnen ganz viel Arbeit abnimmt und sie dadurch mehr Zeit haben, um die Trauer verarbeiten zu können. Zufall. Damals ist mal ein Kumpel von mir verstorben. Dadurch wurde ich da rangeführt, weil ich mittragen durfte bei der Beerdigung. Und dann ging das alles seinen Gang. Das Interesse war geweckt. Ich hatte Glück und bin auch reingekommen. Und geblieben. Das will man nicht vermitteln, dass sie in guten Händen sind, dass ihnen vernünftig geholfen wird, dass das alles seinen Gang geht und die Last nicht haben. Ein Gefühl der Ruhe. Durch meine ruhige Ausstrahlung, da ich selber nicht rede wie ein Wasserfall, sondern das alles ruhig und verständlich rüberbringen. Wir im Team Bestattungshaus Ellenrethel sind für die Angehörigen da, um zu helfen, individuelle Beerdigungen zu gestalten, Arbeitsabläufe bzw. Behördengänge abzunehmen, die Familien zu entlasten, ihnen bei der Trauer zu helfen. Dazu gehört natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern das komplette Team. Ob es jetzt die Mitarbeiterin Frau Rebentrost in Schwaben ist oder Frau Schröder in Bützow oder Herr Franz hier in Güstrow im Büro. Wir sind alles unterschiedliche Charaktere. Jeder ist auf seine Art anders. Bringt seine eigenen Fähigkeiten mit ein, was uns als Team natürlich groß werden lässt. Unsere beiden Außendienstmitarbeiter, Herr Radatz und Herr Liesaus, die machen draußen einen total tollen Job, versuchen all die Wünsche der Angehörigen in einer Trauerfeier wiederzugeben und machen das auch mit so viel Engagement und Erfindungsgeist, was das Ganze irgendwo abrundet. Ja, die Firma Ellenrethel ist ein Traditionsunternehmen aus Güstrow, seit vielen Jahren bei vielen Menschen schon bekannt. Wir sind ein Bestattungsunternehmen. Wir bieten Erdbestattung an, Feuerbestattung, Tree of Life, Ruheforst, Friedwaldbestattung. Wir versuchen, jedem Angehörigen irgendwo mit seinen Wünschen gerecht zu werden und finden zu 99% immer die passende Lösung.